Herzlich willkommen beim Next Move Bug Report zum ID3. Im First Mover Club sind aktuell tausende Besitzer des VW ID3 Testfahrer des neuen Hoffnungsträgers im Weltkonzern. Wir haben unseren ersten eigenen VW ID3 in der Next Move Flotte ausführlich getestet und zeigen euch heute unseren Bug Report. Und ich kann euch sagen, da sind einige krasse Bugs dabei. Wir schauen uns auch die App und den Ladedienst an. Auch dort gibt's noch viele offene Baustellen. Warum werden mir Ladestationen vorgeschlagen, die ich gar nicht benutzen kann? Und wieso ist eigentlich meine private Ladestation von Betreiberfamilie Möller für jedermann in der WeConnect ID-App sichtbar? Wenn dich der Stand der Dinge zum ID3 interessiert, dann bleib dran. Und falls du sogar selbst First Mover bist, dann haben wir jede Menge Überlebenstricks und Tipps für dich im Video. Bereits nach wenigen Tagen mit verschiedenen ID3 haben wir jede Menge Fehler gefunden und auch in VWs First Mover Club haben viele Kunden erhöhten Gesprächsbedarf. Doch bevor ihr alle über das vermeintliche Unvermögen von VW herzieht, schieben wir noch eine kleine Einordnung an den Anfang. Was bisher geschah? Der Diesel sollte eigentlich VWs Lösung sein für die immer strenger werdenden CO2-Emissionsvorgaben, insbesondere ab 2020 in der EU. Doch 2015 wurde bekannt, dass VW über illegale Abschalteinrichtungen bei vielen Dieselmodellen versuchte, diese mit möglichst geringen Kosten möglichst sauber dastehen zu lassen. Auf dem Prüfstand gelang das, nicht jedoch in der Realität. Daraufhin brachen die Dieselverkäufe weltweit massiv ein, nicht nur bei VW, sondern bei allen Herstellern. Aber mit Benzin- und Dieselfahrzeugen ohne Abschalteinrichtung sind die CO2-Flottengrenzwerte in der EU nicht einzuhalten. Den Zusammenhang zwischen verkauften Elektroautos und vermiedenen Strafzahlungen für das Jahr 2020 haben wir in einem Analysevideo zu Beginn des Jahres erklärt. Den Link findet ihr oben rechts in der Box. 2018 wurde dann Herbert Diess neuer Konzernchef und blies zur Elektrooffensive. VW entwickelte den neuen modularen E-Antriebsbaukasten, kurz MEB, der die Plattform für eine ganze Reihe verschiedener Elektrofahrzeuge bildet. Viele Werke weltweit sollen zukünftig für die Produktion solcher Fahrzeuge umgerüstet werden. Den Anfang machte das Werk in Zwickau mit dem Anlauf der Produktion für den ID3 bereits im November 2019. Die ersten VW ID3 sollten dann diesen Sommer zu den Kunden, denn schließlich gilt es ja, möglichst viele E-Autos in diesem Jahr zuzulassen, um die CO2-Flottengrenzwerte einzuhalten. In der Halbjahresbilanz lag VW noch 12% über der Vorgabe. Das würde saftige Strafen in Milliardenhöhe bedeuten. Aber die neue ID-Familie ist nicht irgendeine Fortführung einer Modellreihe, sondern komplett neu entwickelt. Und zwar nicht nur rein fahrzeugtechnisch, sondern auch die Softwarearchitektur. Dass VW gute Autos bauen kann, ist unstrittig. 2019 landete man mit 10,7 Millionen Pkw auf Platz 1 weltweit, knapp vor Toyota. Aber das Thema Software war und ist offenbar auch für den weltweit größten Autokonzern eine ganz besondere Herausforderung. Was macht man, wenn das Auto in seiner Hardware eigentlich fertig, aber die Software noch nicht final entwickelt ist? Den Marktstart zu verschieben ging nicht, denn die Autos müssen 2020 in großer Stückzahl auf die Straße. Die Lösung? Man produziert die Autos vor und stellt sie auf Halde. Und die Software entwickelt man parallel weiter und spielt sie dann später auf die Autos aus, kurz bevor sie zum Kunden kommen. Bei einem komplexen VW-typischen Konfigurator, also mit langen Ausstattungslisten, geht das natürlich nicht, denn die Kunden können oft tausende Varianten eines Modells individuell konfigurieren. Die Lösung für VW war eine First Edition mit 3 Linien und insgesamt nur ca. 15 Ausstattungsvarianten, sozusagen Verkauf aus Regalfächern heraus. Das Pre-Booking für die First Edition begann dann bereits im September 2019, also ein Jahr vor Auslieferung der ersten Autos. Ob man damals schon wusste, dass die Software zum Marktstart nicht fertig wird, wissen wir natürlich nicht. So eine First Edition mit wenigen Varianten erleichtert natürlich auch den Produktionshochlauf mit vergleichsweise hohen Stückzahlen und ist in der Branche üblich. Auch Tesla startete ja beim Model 3 in den USA in den ersten Monaten nur mit einer Variante. Schon im Dezember 2019 gab es Medienberichte, dass die Software des ID3 offenbar eine besondere Herausforderung darstellt und der Marktstart in Gefahr sei. Im Frühjahr wurde gemunkelt, dass einige Funktionen wie das Augmented Reality Head-Up Display die Prozessoren überforderten. VW dementierte lange, zumeist aber nur relativ wortkarg, ohne ins Detail zu gehen. Aber am 10. Juni ließ man schließlich mit einer Pressemeldung die Katze aus dem Sack und ging beim Thema Software in die Offensive und gründete den sogenannten First Mover Club,
und Start der Auslieferung am 11. September. Mit der Öffnung dieser Community bietet Volkswagen einen Erfahrungsaustausch unter allen First Movern und auch einen direkten Draht zu Volkswagen. Zum einen wird so direkt auf Kundenanfragen eingegangen, zum anderen werden die gesammelten Alltagserfahrungen und Hinweise der ID.3 Testfahrer für die Weiterentwicklung genutzt. Wir haben beim Text ein bisschen geschummelt, denn in der eigentlichen Meldung heißt es natürlich Erstfahrer und nicht Testfahrer. Kommuniziert wurde ebenfalls der Lastabwurf von zwei Digitalfunktionen zum Marktstart, nämlich App Connect sowie der Fernbereich des Head-Up-Displays. Diese Funktion will man mit einem Software-Update zu Beginn 2021 nachliefern. Und weiter heißt es, als Dankeschön fahren alle First Mover im Leasing die ersten 3 Monate lang ratenfrei. So Jürgen Stockmann. Barzahler bekommen übrigens die Winterräder gratis. Ich fasse zusammen. VW schenkt dem Kunden knapp 1000 Euro für 2 fehlende Funktionen und einen zusätzlichen Werkstattbesuch? Wer 1 und 1 zusammenzählen kann, wusste natürlich auch damals schon, dass wohl mehr dahinter steckt. Und genau darum geht es heute. Der Austausch zwischen VW und den Kunden im First Mover Club findet übrigens nicht auf einer VW-Seite, sondern über einen externen Dienstleister statt. Ihr habt sicher schon mal den Namen gehört. Das Unternehmen heißt Facebook. Den erforderlichen Zugangscode zur geschlossenen Facebook-Gruppe bekommen die Kunden vom Händler. Die Gruppensprache ist Englisch, aber die Beiträge werden von Nutzern in vielen Sprachen verfasst. Aktuell hat die Gruppe knapp 2500 Mitglieder. Neben diversen Fehlermeldungen gibt es dort auch Gute-Laune-Content, sowohl von VW als auch von Mitgliedern. VW hält sich weitgehend zurück und sucht bei handfesten Problemen eher den 1-zu-1-Austausch oder verweist je nach Problemlage auch an den passenden Händler. Aktuell haben aber viele Kunden ihre Autos noch gar nicht bekommen und obwohl zahlreiche Fehlermeldungen gepostet werden, sind die Leute offenbar heiß auf ihre Autos und beim Thema Lieferverzögerung wird der Ton gerne mal etwas rauer als bei Fehlern. Und das zu Recht. In der Zusatzvereinbarung zur Clubmitgliedschaft heißt es, circa 3 Monate vor der breiten Markteinführung können Sie schon im September Ihren ID.3 mit nach Hause nehmen. Die Zusage wurde bei vielen Kunden nicht erfüllt. Der Austausch in der Gruppe läuft aber insgesamt für VW sehr gut. Die Zahl der Mitleser ist beschränkt und VW hat als Admin natürlich volle Kontrolle. Nutzer geben sich zudem gegenseitig Hilfestellung bei Problemen. Zensur habe ich bisher noch nicht gesehen. Sogar Übergabechecklisten werden von Mitgliedern zum Download gepostet. Geschlossene Besitzergruppen gibt es übrigens auch in Community-geführten Foren, so zum Beispiel im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum. Aber man muss diesen Schritt von VW ganz klar positiv einordnen. VW hat aus dem Dieselskandal gelernt und legt die Karten beim ID.3 zumindest weitgehend auf den Tisch. Welcher andere große Hersteller legt schon online der eigenen Kundschaft den kompletten Posteingang an Fehlermeldungen und Beschwerden offen? Außerdem reagiert VW auf häufig gestellte Fragen, zum Beispiel mit einer FAQ, die viele Hilfestellungen bei Bugs listet, oder einem Erklärvideo zur Einrichtung der App. Mit Facebook engt man den potenziellen Nutzerkreis allerdings leider stark ein. Es gibt viele Menschen, die Facebook aus verschiedenen Gründen ablehnen. Jetzt aber zu den Bugs Teil 1. Wir schalten um ins Auto. Hier steht das Schmuckstück einer der ersten ID.3 in der Nextmove-Flotte. Ich hatte die letzten paar Tage immer mal so einen halben Tag Zeit, das Auto zu fahren und habe geschaut, was alles gut funktioniert oder auch nicht so gut funktioniert. Und ich nehme euch jetzt mal mit ins Auto rein. Wir wollen mal gucken, was da alles nicht rund läuft. Und die erste Disziplin ist, wie lange braucht das Infotainment, um hochzufahren, dass ich alle Funktionen bedienen kann. Wir gehen mal rein. Und ich stelle jetzt den Fuß auf die Bremse. Dann startet das Auto eigentlich. Der Bildschirm ist noch schwarz. Welcome to Volkswagen. Türen können wir schließen. Und ich könnte jetzt schon losfahren. Ja, ich gehe jetzt mal in den Online-Modus. Und noch sind nicht alle Symbole da. Da fehlt noch eins. Navigation wird gestartet. Ich gehe hier mal auf Fahrzeug. Man sieht schon, es hat nicht auf den Tastendruck reagiert bzw. ist noch sehr zäh. Und so nach und nach, hier fehlen noch die Anzeigen. Jetzt kommt Laden. Ja, jetzt ist er da. So langsam. Noch nicht so richtig, aber es tut sich langsam was. Habe ich schon langsamer erlebt, aber man sieht schon, das Auto kann ich sofort starten, aber das Infotainment, das braucht seine Zeit zum Hochfahren. Bug Nummer 2 ist im Audiomenü und ist eigentlich gar kein Bug. Ich gehe auf Fokus und kann jetzt sozusagen eigentlich laut angedeuteter Grafik
dreidimensional hier den Mittelpunkt verschieben, habe hier einen Mittelpunkt im Auto liegen und wenn ich auf Zentrieren klicke, denke ich eigentlich, er springt hier hin, aber ich kriege ihn auch nicht runtergezogen. Das ist kein Bug, denn diese Variante der First Edition, die einfache Variante, hat nur Lautsprecher vorne und in den hinteren Türen keine Lautsprecher verbaut und vermutlich ist es deswegen nicht möglich, aber aus der Grafik bin ich nicht ganz schlau geworden. Insofern bin ich da hängen geblieben. Lautsprecher hinten kosten wohl 30 Euro pro Stück, aber es liegen keine Kabel, insofern wird eine Nachrüstung eher schwierig. Als nächstes schauen wir uns einfach mal die Sprachsteuerung an und die Navigation auf der Langstrecke mit Ladesäulen. Hallo ID, navigiere mich nach München. Meinten Sie München? Ja. Bitte nennen Sie die Zeilennummer. 1. Zeile 1. München. Jawohl. Bitte nennen. Sprachbedienung wird pausiert. So, jetzt will ich hier nach München drücken, aber er lässt mich noch nicht nach München fahren. Er will eine Straße. Hallo ID, Olympiastadion. Wie bitte? Olympiastadion. Sie können eine Straße oder eine Straße mit Hausnummer nennen. Um die Zielführung ins Zentrum zu starten, sagen Sie Zentrum. Sie können außerdem sagen, Ort erneut eingeben oder Adresse erneut eingeben. Zentrum. Gute Fahrt. So, jetzt navigiert er uns nach München ins Zentrum, zeigt mir auch unsere Spiegelei-Grafik, wo sozusagen die gefransten Ränder zeigen, dass auf Basis der benutzten Straßen eine echte Reichweite prognostiziert ist. Aber diese Zeiten, die er jetzt anzeigt, sind nicht etwa Ladezeiten, sondern sind einfach nur verschiedene Routen, die er mir vorschlägt. Und ich würde mal versuchen, einfach, muss ich jetzt noch was bestätigen? Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Er hat sich die genommen. Und er meint jetzt, dass ich mit 317 angezeigten Kilometern die komplette Route von 422 Kilometern fahren kann. Weil ansonsten müsste er mal sagen, dass ich hier mal eine Ladestation in die Navigation einfügen soll. Das kann das Auto aktuell noch nicht. Und ich komme damit klar, aber ein ID.3 Neukunde, der vorher noch nicht elektrisch gefahren ist, der wird dann erst 5 Minuten vorher, wenn der Strom ausgeht, vermutlich vom Auto gewarnt, vielleicht auch eine halbe Stunde eher, dass er sich mal um eine Ladestation kümmern soll. Ein weiterer Bug verbirgt sich hinter dem Fahrzeugschlüssel, sprich der Verriegelung des Fahrzeuges. Mir ist es noch nicht passiert, aber dem Stan, der hatte das Auto am Wochenende zum Testen. Zweimal hat er ihn ausgesperrt, das heißt, er stand vor dem Auto und konnte über den Öffnen-Button des Fahrzeuges das Auto nicht öffnen. Das Rätsels Lösung in diesem Fall ist, diesen Notschlüssel sozusagen hier drüben zu entriegeln, den Schlüssel rauszuziehen, damit das Auto von außen zu öffnen und dann den Schlüssel komplett hier vorne in der Mittelkonsole, ist so eine Abbildung für den Schlüssel, abzulegen und den Schlüssel erneut zu synchronisieren. Dauert, glaube ich, ungefähr eine halbe Minute und dann kennen sich die beiden wieder. Aber ist eben schon zweimal passiert bei diesem Auto. Die nächsten Bugs oder Features, wie man es nehmen möchte, beziehen sich hier unten auf diese Touchleiste. Hier kann ich also im linken Bereich Temperatur für den Fahrer, im rechten Bereich Temperatur für den Beifahrer und in der Mitte Audio-Lautstärke einstellen. Eigentlich ist das so, dass ich hier angreife und die Temperatur ziehe und hier, glaube ich, 2-3 Grad verstellen kann. Hier rechts geht das wunderbar, aber hier links macht er das nicht. Sondern hier drüben muss ich drücken, dann tut das, aber ich kann nicht schieben. Und wir gehen gleich weiter mit der Sitzheizung. Da gibt es einen Fast-Button, nämlich in der Mitte. Kurz drücken, 1, 2, 3, kann ich hier die Sitzheizung verstellen. Das macht er hier wunderbar. Und beim Beifahrer drücke ich an der gleichen Stelle und er macht nur die Heizung für den Innenraum, aber nicht die Sitzheizung, aber es gibt eine, denn hier drüben ist sie dargestellt. Bei der Lautstärke funktioniert das, kann ich also hier ziehen und Audio laut bzw. leise machen. So ist das, wenn ich die Lautstärke verändern möchte, aber das Auto hat einen Bug, haben auch mehrere Nutzer, auch ich selbst schon berichtet, dass das Auto während der Fahrt alle paar Minuten einfach die Musik ein bisschen lauter macht. Und es wird aber immer lauter, leiser geht nicht, also man kann es dann manuell wieder leiser stellen, aber dass das Auto alle paar Minuten einfach 3, 4, 5 Stufen die Musik lauter macht. Möglicherweise ist es ein Bug der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung, aber es geht eben nur in die eine Richtung, nämlich nach oben.
Weiter geht's mit einem sporadischen Bug, der bisher erst einmal aufgetreten ist, nämlich die Spiegeleinstellung. Kann ich über dieses Drehrad L zum Beispiel, drehe ich nach links, leuchtet das L, kann ich dann den linken Außenspiegel mir verstellen und entsprechend rechts. Das kann ich im Stand und während der Fahrt normalerweise machen. Einmal ging's aber nicht. Da konnte ich dann erst einige Minuten später das wieder bedienen. Ist aber, wie gesagt, nur einmal aufgetreten bisher. Weiterer Bug bezieht sich auf diese beiden Knöpfe der Tempomatsteuerung. Das ist also ein komplett geschlossenes Tastenfeld. Und das sind sozusagen, ich sag mal, Elektroknöpfe. Die funktionieren also nur, wenn auch wirklich Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Und, das hatten wir schon in unserem Review erzählt, der Knopf hat zwei Druckpunkte. Wenn ich ganz leicht drücke, 1 km/h und drücke ich kräftiger 10 km/h, nach unten genauso, ganz leicht 1 km/h und kräftig durchdrücken. 10 km/h ist ein bisschen tricky, muss man sich dran gewöhnen, schafft man aber. Aber es ist mir schon mehrfach passiert, dass während der Fahrt die Knöpfe gesperrt waren. Das heißt, ich hatte dann ein paar Plus gesperrt und ich konnte nur Minus drücken und 10 Sekunden später ging es dann wieder ganz normal. Ein weiterer Bug bezieht sich auf das Navi. Wir sehen jetzt hier in der Navigation, dass das Auto Sperrungen und auch Staus anzeigt. Das war am Anfang nicht so. Wir sind prompt bei einer der ersten Fahrten auf der A38 im Stau gelandet. Zum Freitagnachmittag war eine Vollsperrung. Google Maps hatte die Daten, aber der ID3 wusste es nicht und hat uns da eine Stunde Stauerlebnis beschert. Jetzt sind sie da, verstellt haben wir nichts. Möchte ich nicht ausschließen, dass es ein Bedienfehler war. Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Ist Stauanzeige ein abschaltbares Feature oder ist es immer da? Über die Klimataste komme ich ins Klimamenü. Hier kann ich natürlich dann auch zum Beispiel für den Beifahrer die Sitzheizung einstellen oder auch meine Lenkradheizung. Ein Bug, den Nutzer beschrieben haben, ist, wenn ich jetzt das Ganze ausschalte, dass dann die Klimaanlage sich nicht wieder einschalten ließ. Aber hier tut sie es. Das Rätsels Lösung ist, diesen Button für 15 Sekunden gedrückt halten. Dann, jetzt ist zunächst ausgeschaltet, erfolgt ein Neustart des Infotainment-Systems. Und damit sind dann meistens auch Fehlermeldungen verschwunden. Jetzt startet er also neu. Wenn doch noch hartnäckige Fehlermeldungen sein sollten, hilft es auch, das Auto abzustellen, zu verriegeln, 15 Minuten ungefähr zu verlassen und dann das Auto neu zu starten. Dann sind die meisten Fehler weg. Unterdessen startet jetzt hier das Infotainment neu. Eine Frage im First Mover Club. Er zeigt hier immer Offline- oder Online-Modus. Ich gehe Online-Modus. Warum wird man das jedes Mal gefragt? Kann man das nicht irgendwo über ein Häkchen einstellen? Da hat VW in der Erklärung datenschutzrelevante Gründe angeführt, dass dem Nutzer jedes Mal diese Auswahl gezeigt werden muss. Eine Sache will ich euch noch zeigen, die wichtig ist, und zwar die Notentriegelung des Chargeports. Es ist also so, wenn eine Ladesäule mal kaputt ist, aber der Stecker drinne steckt, zum Beispiel Schnellladestationen, die sich in der Software aufgehangen haben, auch dort kann das passieren, dann oder das Auto euch nicht anbietet, das zu entriegeln. Ein Knopf ist eigentlich da, aber nehmt an, es funktioniert nicht und ihr kommt nicht weg. Die erste Lösung ist natürlich immer, den Betreiber anzurufen, der Ladestation, ob die das Ding nicht neu starten können. Der Knopf in der Verriegelung kommt also von links und hält den Stecker dann entsprechend fest. Aber der ID3 hat auch eine Notentriegelung für den Chargeport und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die Notentriegelung sitzt im Kofferraum hinter der Verkleidung und zwar hier hinter diesem Teppich. Als erstes, wenn man es noch nicht gemacht hat, muss man hier den Teppich quasi aufreißen. Der ist also wirklich noch zu am Anfang. Und dahinter gibt es zwei Schlaufen. Eine böse und eine, die nützlich ist für euch. Hier ist eine Schere. Die ist nicht für euch, diese Schlaufe ist für den Rettungsdienst. Nicht dran ziehen, nicht durchschneiden, das ist nur bei einem Vollcrash, wenn ihr gerettet werden müsst, würde hier der Rettungsdienst das System außer Betrieb setzen. Aber die Bedienungsanleitung sagt, dass hier dahinter auch die Notentriegelung für den Chargeport ist. Und weil eben hier diese Schlaufe ist, wollen wir euch das eben gerne mal zeigen, dass ihr nicht am falschen Draht zieht. Nämlich die Notentriegelung ist hier hinten diese kleine Wäscheleine. Hier ist sie und die müsste man ziehen und dann gibt der Chargeport den Ladestecker entsprechend frei, wenn alle anderen Mittel vorher versagt haben. Wir schauen noch mal, wie das Ganze im Lademenü aussieht. Das gibt es unter Fahrzeug bei Laden. Und in dem Moment, wo ein Stecker oder ein Ladevorgang läuft, gibt es hier oben einen Button Stop Charging. Jetzt ist er gerade nicht da. Und an der Stelle auch noch ein Bug. Kabel automatisch entsichern. Das betrifft Ladestationen, wenn
das Auto vollgeladen ist, kann ich bei aktivierter Funktion, wie das jetzt eingestellt ist, das Kabel rausziehen. Würde zum Beispiel Sinn machen, wenn man im Schichtdienst arbeitet, zwei Elektroautos werden über die gleiche Wallbox geladen, der andere kommt nach Hause oder entsprechend zu dem Ladeplatz. Wenn dieses Auto hier schon vollgeladen ist, dann kann der andere Nutzer das Kabel einfach rausziehen und für sein Auto nutzen. Wenn ich dann aber losfahre und öffentlich laden möchte, würde ich eigentlich diese Funktion gerne deaktivieren, weil ich an der öffentlichen Ladestation mir das Ladekabel nicht klauen lassen möchte. Aber diese Funktion ist nur bei eingestecktem Ladekabel veränderbar. Insofern würde ich es mal als Bug einstufen und nicht als Feature. Wir sehen also jetzt einen laufenden Ladevorgang und haben hier den Button jetzt stoppen, aber können auch jetzt, wo das Auto lädt, den automatischen Kabelentsicherungsmodus sozusagen deaktivieren. Ich würde ihn aber lieber auch deaktivieren, wenn eben gerade kein Kabel am Auto steckt. Wenn dich solche ganz besonderen Einblicke in die Welt der Elektromobilität interessieren, dann abonniere unbedingt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Aktuell sind nur 4 von 10 Zuschauern unserer Videos Abonnenten. Als einer der größten E-Auto-Flottenbetreiber sind wir sehr zeitig, sehr nah dran an den Autos und berichten herstellerunabhängig, auch dann, wenn es Probleme gibt. Wir haben ein gutes Gespür für spannende Themen und was uns selbst interessiert, das teilen wir hier auf YouTube gerne mit euch. Beim gleichen Auto zeigten sich in den kommenden Tagen noch weitere Fehler. Sporadischer Vorzeichenfehler in der Verbrauchsanzeige bei einzelnen Ansichten. Wir sind also nicht etwa bergab gefahren, um negative Verbräuche zu erzielen, sondern es ist ein Bug des Autos. Außerdem zeigt das Fahrzeug nach dem Laden den Status eines verbundenen Ladekabels und eines aktiven Ladevorgangs an, ist aber fahrfähig. Im Bild sehen wir den Grünstecker, aber das Auto fährt bereits. Bei angestecktem Ladekabel ließ sich das Auto aber natürlich nicht starten. Das haben wir auch probiert. VW betont, dass keine sicherheitsrelevanten Probleme existieren. Bevor wir in die App schauen, nochmal ein kleiner Blick in den First Mover Club. Was tragen denn andere Nutzer so vor? Wir wollen natürlich hier am Kanal aus erster Hand berichten, daher nur kurz wenige Beispiele. Häufige Fehlermeldungen liegen im Bereich Airbag-Warnung. Nach dem Neustart sind die dann meist verschwunden. Kürzlich berichtete ein Nutzer von seinen Erlebnissen an einem Wochenende. Zunächst Ausfall Travel Assist, dann Fehlermeldung Antrieb mit der Aufforderung, die Werkstatt aufzusuchen. Weiter ein hochfrequentes Blinkergeräusch mit der Aufforderung, die hinteren Blinker zu kontrollieren. Die waren dann okay. Und zuletzt ein quietschendes Bremsgeräusch beim Langsamfahren. Videoanbei nicht schön. Der Nutzer war heftig angefressen, kleine Fehler okay, aber dass er so massiv betroffen ist, gefällt ihm nachvollziehbarerweise überhaupt nicht. Und er schreibt, langsam reicht's, wurden denn bei den vielen Testfahrten keine Fehler gefunden? Wie kann man sowas auf die Leute loslassen? Sorry, wenn ich könnte, würde ich ihn zurückgeben. Tja, natürlich hat man ihn intensiv getestet, Tag und Nacht und auch sonntags habe ich mal Testfahrer bei IONITY getroffen. Aber VW hatte keine andere Wahl und hat es bis jetzt den Umständen entsprechend gelöst. Die Wahl der Kunden, die Autos im aktuellen Zustand zu nutzen, war eine freiwillige Entscheidung. VW hatte angeboten, die Autos erst zum Jahresende mit finaler Software auszuliefern. Auch wir bei Nextmove haben uns mit allen 20 First Edition Fahrzeugen für unsere Vermietflotte für den First Mover Club entschieden, denn die Nachfrage und Neugier auf den ID.3 ist groß. Wir stehen aktuell bei 14 Fahrzeugen, schickt uns gerne eine Anfrage übers Formular, wenn ihr den ID.3 für euren persönlichen Elektroauto-Alltagstest mieten möchtet. VW hebelt natürlich über die First-Mover-Vereinbarung auch mögliche Wandlungsrechte aus oder erschwert den Weg dafür zumindest erheblich. Im Text heißt es dazu, in Ausnahmefällen kann es vor dem Software-Update aufgrund der komplexen Zusammenarbeit der Software bei Komfortfunktionen noch zu temporären Beeinträchtigungen von entsprechenden Anzeigen und fehlerhaften Anzeigen kommen, ohne dass jedoch tatsächlich eine Störung vorliegt. Ich frage mich natürlich auch, warum habe ich all diese Fehler bei meinem ersten Testwagen in den Videos nicht bemerkt? Immerhin hatte ich das Auto an 2 Tagen zum Testen. Das entsprechende Review-Video und auch einen Reichweitenvergleich mit 4 anderen Elektroautos findet ihr bei uns auf dem Kanal. Natürlich sind viele der genannten Fehler sporadisch und nicht reproduzierbar, aber viele Fehler sind auch fix und das andere Auto hatte sie nicht. Sehr wahrscheinlich liefert VW unterschiedliche Softwarestände aus. Laut einem Medienbericht dauert der erste Flechvorgang über 8 Stunden pro Auto. Das heißt, vermutlich gibt es bei den externen Dienstleistern Kapazitätsgrenzen beim Aufspielen der Software und VW kann nicht so einfach 25.000 Autos in 2 Wochen updaten und ausrollen. Im Club wurde zuletzt auch mangelnde Ladeleistung an Schnellladern bemängelt.
Ein Bug ist möglich, aber sehr wahrscheinlich ist bei den meisten Nutzern einfach nur der Akku zu kalt. Nachts ist es jetzt oft schon unter 10 Grad Celsius, das heißt früh ist dann auch euer Akku kalt. Um vernünftig schnell laden zu können, braucht der Akku aber 20 bis 40 Grad Celsius Wohlfühltemperatur. Das erreicht man entweder, indem man vorher den Akku leer fährt, also im normalen Langstreckenbetrieb fahren, laden. VW schreibt dazu, zusätzlich kann der Kunde die Batterie vorkonditionieren, indem er die Batterieheizung, Belüftung entsprechend der Heizung und Belüftung des Fahrgastraumes programmiert. Ob und wie das funktioniert, werden wir noch testen. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis an alle glücklichen Besitzer, die jetzt schon ID.3 fahren. Das Auto lädt aktuell nicht oder nicht stabil an HPC-Schnellladern des Herstellers EFAZEC, erkennbar am sogenannten Flaschenöffner-Design. Es handelt sich dabei um einen Kommunikationsfehler. So wie ich die Nachricht von VW verstanden habe, bedarf es eines Updates auf der Seite der Ladesäule. Die betroffenen Ladestationen werden hauptsächlich von den Betreibern Allego, Innogy und Aral eingesetzt. Damit sind wir auch schon beim Thema App. Die passende App heißt WeConnect ID. Mit in die App integriert ist VWs neuer Ladedienst WeCharge. Und auch dort gibt's noch mal viel Arbeit. Wir schauen mal rein und testen auch an der Ladesäule für euch. Ich bin im Play Store. Welche App ist die richtige? Die zweite von oben, WeConnect ID heißt sie. Ich habe sie schon installiert und öffne. Und gehe auf den Homescreen, sehe direkt ein technisches Problem, schließen, ich soll es später nochmal probieren. Und so sieht es aber aus. Homescreen bearbeiten kann man aktuell noch nicht allzu viel hinzufügen, weil es noch nicht mehr gibt als Ladestand und Klimatisierung. Beim Fahrzeug werden dann entsprechend Daten geladen. Und wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, könnte man dann hier auch direkt die Ladung starten. Was aktuell noch nicht verfügbar ist, ist Öffnen und Schließen des Fahrzeuges. Oder auch, wenn wir in die Kartenansicht gehen, sehe ich nur den eigenen Standort. Das ist der kleine Punkt in der Mitte, aber nicht den Standort des Fahrzeuges. Und ich kann auch keine sozusagen Navigationsziele an das Fahrzeug senden oder auch keine Routenplanung an das Fahrzeug senden. Ganz wichtig für alle First Mover, den WeCharge-Tarif zu aktivieren, denn dort gibt es ein Guthaben für euch von 600 Euro. Da schauen wir mal, wie das geht. Wir gehen auf WeCharge und bei Ladekarten müsst ihr eine Ladekarte hinzufügen. Die hat euch euer VW-Händler gegeben. Da steht rechts unten eine Nummer und die müsst ihr in der App hinzufügen. Außerdem müsst ihr Zahlungsdaten aktualisieren. Die App will auch, wenn ihr dort in das Menü geht, gleich eine Kreditkarte von euch. Zurzeit geht nur Kreditkarte, andere Zahlungsmethoden sind nicht verfügbar. Ohne Kreditkarte habt ihr keinen Zugriff auf euer Guthaben. Und dann geht's zur Tarifübersicht. Da stehen normalerweise in der Begrüßung zwei Tarife. Ein flexibler Tarif ohne Grundgebühr mit dem normalen 77 Cent Ionity Tarif. Und hier aktiviert sehen wir bereits den WeCharge Plus Tarif. Mit 2000 Kilowattstunden Ladeguthaben. Das hängt natürlich davon ab, ob es wirklich 2000 Kilowattstunden werden, zu welchem Preis ihr ladet. 600 Euro sind hinterlegt und kann natürlich auch bei anderen Anbietern als bei Ionity eingelöst werden. Was kosten nun die Ladestationen? Da gehen wir nochmal zurück auf die Karte und dort ergibt sich tatsächlich ein bunter Tarifmix. Wir suchen mal ein, zwei Ladesäulen aus. Hier zum Beispiel eine von Comfort Charge. Und wir gehen dort mal auf den CCS-Standard. Und hier sieht man 61 Cent, 48 pro Kilowattstunde. Manchmal gibt es dann auch noch eine einmalige Startgebühr und manchmal auch noch einen einmaligen Ladeaufschlag oder noch einen Zeittarif. Was wir nicht sehen in der App, ist ein Starten-Button. Also diese Ladestation ist über andere Apps aus der Ferne oder über die App entsprechend startbar. Und der VW-Ladedienst bietet dieses Feature aktuell noch nicht. Ich kann anrufen oder sie mit Freunden teilen. Wenn ich also hier hinklicke, dann Karte verwenden, dann springt er auf Google Maps. Aber ich bin raus aus der App und kann also die Daten nicht ans Fahrzeug senden. Und wir schauen uns noch eine weitere Station an, gleich um die Ecke, nämlich diese hier. Innogy ist der Betreiber und das ist eine AC-Ladesäule. Ich tippe auf die Kosten und hier ist es 1 Cent pro Minute ungefähr, also 6 Euro pro Minute Standzeit plus 43 Cent pro Kilowattstunde
Und da will ich jetzt mal laden und das schauen wir uns mal an. Ich bin jetzt mit meiner Karte losgezogen und mit der WeConnect App habe ich mir die nächstgelegene Ladesäule hier um die Ecke rausgesucht. Anbieter ist Innogy, hier sieht man es. Und diese Ladesäule, die will aber, hier sieht man es so ein bisschen, die will keine Karten. Hier ist also, ich zeige es euch mal, hier ist kein Kartenleser dran. Das heißt, diese Ladesäule braucht zwingend eine App zum Freischalten, aber die WeConnect ID App von Volkswagen, die liefert diesen Dienst aktuell noch nicht, listet aber natürlich für alle Volkswagen ID3 Kunden diese Ladesäule. Das heißt, der normale Nutzer kommt halt hierher mit seinem ID3, will hier freischalten und denkt, er ist zu blöd, eine Karte an eine Ladesäule zu halten, weil die App nicht sagt, dass er hier nicht freischalten kann. Eigentlich dürfte die Station nicht gelistet sein. Ja, das war wohl nichts. Machen wir noch einen Versuch. Ihr seht hier in Leipzig jede Menge Ladestationen und ich weiß es schon, die meisten sind kostenlos. Und der nächste Test wäre mal hier. Ist sie zwar noch da, aber nur weil ich sie gerade annavigiert hatte. Das machen wir nochmal. Alle anderen sind nämlich weg. Wir gehen einfach mal eine weiter. Also schaut mal rechts davon. Da müsste nämlich auch eine sein. Filter kostenlos weg. Wir gehen wieder rein ins Menü, Filter anwenden. Hier grün ist eine aufgetaucht und die ist nämlich auch kostenlos. Aber über den Filter kostenlos habe ich die App aus der Navigation gekickt. Schauen wir kurz vor Ort. Einen kleinen Bug gibt es aber trotzdem noch. Wenn ich den Filter kostenlos auswähle, dann verschwindet sie aus der Anzeige. Ich habe sie also nur sozusagen über die manuelle Suche als kostenlos entlarvt. Und wenn ich denn speziell nach kostenlosen Ladesäulen selektiere, dann wird sie mir nicht mehr angezeigt. Aber ich konnte laden, ich habe Strom und es kostet nichts, hoffentlich nichts. Insofern Daumen hoch. Und nochmal ein Blick vor die Haustür. Hier nochmal Ladestation Familie Möller. Statusanzeige ist unklar, natürlich auch keine Preisanzeige. Wo soll es auch herkommen? Wir schalten nochmal raus direkt an die Ladesäule. Da ist sie, meine schicke Ladestation, die es auch bei VW in die App geschafft hat. Wie ist sie da reingekommen? Da gibt es zwei Ideen. Das erste ist, ich hatte mal eine New Motion Box im Hubcheck angemeldet. Das heißt, die war online, auch gegen Bezahlung eines monatlichen Betrages und hat es so in verschiedene Fahrzeugnavis geschafft. Das ist schon 3 Jahre her, die ist auch seitdem offline, ist aber immer noch hier gemeldet. Hier strandet natürlich auch keiner, weil hier gibt es eine Ladestation Typ 2, 22 kW. Die VW-Datenlage ist vermutlich eine andere, denn sie haben auch die kleine Schoko-Steckdose mitgelistet. Und die habe ich eigentlich nur in zwei Verzeichnisse eingetragen. Einmal das Lemnet und einmal das Going Electric Stromtankstellenverzeichnis. Das sind sozusagen beides Community-Verzeichnisse. Und offenbar hat VW dort einzelne Datensätze aus dieser Datenlage mit übernommen. GPS-Daten aber nicht, denn sie steht hier und in der App ist sie da hinten irgendwo am Haus. Aber wer hier kommt, findet nachts ein Licht und wird auch Strom bekommen. Das läuft ja auf Spendenbasis, also entweder QR-Code scannen und PayPal spenden oder der Briefkasten. Und zum Abschluss gleich um die Ecke noch einmal Ionity. Wie sieht es bei Ionity aus? Da gehen wir hier nach Nimpitz. 6 Ladestationen verfügbar. Aktuell sind sie alle frei. Und 29 Cent pro Kilowattstunde. Und natürlich wird hier und an allen anderen Ladestationen für die First Mover oder nicht nur für die First Mover, für die Käufer der First Edition 1 Jahr lang kann man das Guthaben abtragen und bei Ionity quasi zum Hausstromtarif laden, obwohl dort sehr viel Geld investiert wurde und Ionity immer in die A-Lagen direkt an der Autobahn geht, um schnelles Reisen mit dem ID3 auf der Langstrecke zu ermöglichen. Die Automotorsport hatte den ID3 vor allem für Materialwahl und Verarbeitungsqualität heftig kritisiert. Diese Auffassung können wir nur bedingt teilen. Materialwahl? Ja, im Innenraum, vor allem Armaturen, Türverkleidung und Sitze wirken die Autos ziemlich billig. Aber so ist VW auch vor einem Jahr mit 10 Autos zum Probesitzen auf der IAA angetreten und vermutlich haben dort mehrere 10.000 Besucher die Autos von innen angeschaut. Verarbeitungsqualität? Hier kann man sicher nach Details suchen, aber das äußere Erscheinungsbild bei Spaltmaßen, Lackqualität und allgemeiner Auslieferungsqualität ist deutlich stimmiger als bei Tesla. Was wir gefunden haben, sind lediglich harte Klebereste im Innenraum. Auch ein First Mover hatte die gleichen Klebereste auf der Rückseite seines Displays. Unter den Kunden spielen diese Themen kaum noch eine Rolle und werden maximal beiläufig oder mit einem Augenzwinkern erwähnt. So schrieb ein Besitzer. Kann jemand einen Hinweis geben, wo man passende Sitzbezüge für den ID3 bekommen kann?
Die Sitze sehen nicht hochwertig aus, sitzen sich aber gut und sind wirklich bequem. Aus unserer Sicht sind beide Themen durch. VW versucht, die billigen Materialien als hip und modern zu verkaufen und das gelingt bei den meisten Kunden. Und wenn nicht, dann lässt man es eben. Das Auto fährt sich toll, das haben uns auch viele unserer heimlichen Testfahrer bestätigt. So auch der Geschäftsführer des Autohauses neben unserem Standort. Dort hat man selbst keine E-Autos im Angebot, aber das Grinsen nach der ID3-Probefahrt war fast genauso breit wie damals beim Porsche Taycan. Spannender Fakt am Rande, das Wartungsintervall des VW ID3 liegt in Europa bei 2 Jahren ohne Kilometerbegrenzung. So schlecht können die Autos wohl nicht sein bei so viel Selbstbewusstsein. Wir sind uns relativ sicher, dass das Thema Software aktuell die größte Baustelle für VW ist und uns das Thema sicher noch ins Jahr 2021 hinein begleiten wird. VWs Markteintritt über den First Mover Club ist aus unserer Sicht mutig und sie haben sich mit ihrer Offenheit aus unserer Sicht Welpenschutz bis Januar verdient. Natürlich dürfen keine sicherheitskritischen Mängel dazukommen. Wir erleben ja aktuell einen Rückruf bei Polestar für die komplette Flotte, da sich die Autos durch einen Softwarefehler während der Fahrt abschalten können. Viel Zeit bleibt VW nicht, um die Softwarebugs auszumerzen. VW muss nun schnell liefern, denn bereits zum Jahreswechsel soll das Volkswagen-Elektroauto für die Welt, der VW ID.4, an Kunden ausgeliefert werden. Übrigens ein Fahrvideo zu dem Auto findet ihr hier auf dem Kanal. Wir sind natürlich sehr gespannt, in welchem Softwarezustand VWs neues Weltauto auf den Markt kommen wird. Wir glauben, dass der Marktstart von ID.3 und ID.4 einen großen Einfluss darauf haben werden, wie schnell sich die Elektromobilität in Deutschland im Massenmarkt durchsetzen wird. Was meint ihr? Wird der Marktstart der ID-Familie ein Erfolg für VW? Ja oder nein? Den Link zur Umfrage findet ihr unten in der Textbox. Wenn euch das Video Erkenntnisgewinn gebracht hat, dann teilt es gern mit Freunden. Wir sind gespannt auf das Kundenfeedback unserer Mieter. Wir halten euch auf dem Laufenden zum ID.3 immer freitags in unserer wöchentlichen Nachrichtensendung Next News. Für heute habe ich noch einen zum Abschluss. Der ID.3 erzählt euch einen Witz. Hallo ID, erzähl mir einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probier's mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen.